Die Politik streitet sich gerade intensiv, wie man denn die Bürger entlasten sollte. Steuerentlastung bei der Einkommensteuer, Verschiebung von irgendwelchen Grenzen. Und ich habe mir in diesem Zusammenhang mal die Frage gestellt, wie viel Abgaben zahlen wir denn in Deutschland eigentlich an den Staat? Und darum soll es in diesem Video einmal gehen. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und in Deutschland zahlen wir ja Einkommensteuer, relativ klar. Jeder von uns zahlt Einkommensteuer, als Selbstständige in quartalsweisen Vorauszahlungen und Angestellte im Rahmen der Abzüge in der Gehaltsabrechnung. Aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt auch eine ganze Reihe an indirekten Steuern, also zum Beispiel die Umsatzsteuer, die Kfz-Steuer, Energiesteuer und so weiter. Viele Selbstständige wissen selbstverständlich, dass ein riesengroßer Block da noch fehlt, und zwar die Sozialabgaben. Und ich habe mich gefragt, wie verteilt sich das eigentlich auf die unterschiedlichen Einkommensschichten. Wer ist eigentlich wie stark belastet und wem helfen eventuelle Kürzungen in der Einkommensteuer? Und ich habe dazu eine spannende Studie gefunden, die verlinke ich dir auch einmal unten in der Videobeschreibung und die schauen wir uns am besten einfach mal zusammen an. Um das ganze Thema Steuerbelastung zu verstehen, ist es relativ wichtig, dass du den Unterschied kennst zwischen Durchschnittssteuersatz und Grenzsteuersatz. Ich habe dazu auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts, deswegen schau da auch unbedingt gerne vorbei. Hier an dieser Stelle nur einmal ganz kurz. Der Grenzsteuersatz ist immer der Prozentsatz, mit dem du deinen nächsten Euro versteuerst. Das heißt, wenn du 30.000 Euro verdienst, ist der Grenzsteuersatz genau der Prozentsatz, mit dem du den 30.000. Euro versteuern musst. Und der Durchschnittssteuersatz ist die gesamte Steuerbelastung geteilt durch dein gesamtes Einkommen. Das heißt, der Durchschnittssteuersatz ist immer niedriger als der Grenzsteuersatz, weil wir einen steigenden Steuertarif haben. Aber der Spitzensteuersatz in Deutschland, also der höchste Grenzsteuersatz, den du haben kannst, der liegt bei 45%. Mehr als 45% Grenzsteuersatz zahlst du in Deutschland nicht an Einkommensteuer und das bedeutet dann natürlich auch automatisch, dass der Durchschnittssteuersatz niemals über 45% liegen kann. Wichtig an dieser Stelle ist auch, diese Versteuerung startet nicht bei dem ersten Euro, denn es gibt einen Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer von ungefähr 10.000 Euro. Das heißt, die ersten 10.000 Euro sind immer steuerfrei. Das bedeutet, wenn du 30.000 Euro zu versteuerndes Einkommen pro Jahr hast, dann zahlst du auf die ersten 10.000 Euro gar keine Steuern und danach fängst du dann langsam an, mit steigenden Prozentsätzen auf dein Einkommen Steuern zu bezahlen. Und das führt natürlich dann dazu, wie bei jedem auch, dass der Grenzsteuersatz natürlich immer höher ist als der Durchschnittssteuersatz. Wenn wir jetzt die Steuerbelastung in Deutschland anschauen, dann schauen wir uns natürlich die Durchschnittssteuerbelastung an, weil das ist ja auch das Geld, was wir tatsächlich an das Finanzamt zahlen. Und wir teilen für die genauere Analyse die deutsche Bevölkerung mal in 10 einzelne Teile ein, so sortiert nach dem Einkommen. Dann können wir sagen, wie hoch steuerlich eigentlich belastet sind die 10%, die das geringste Einkommen haben. Und da liegt der Durchschnittssteuersatz in Deutschland bei 0,2%. Das heißt, die einkommensschwachsten 10% in Deutschland zahlen im Durchschnitt 0,2% Einkommensteuer. Die am besten verdiensten 10% zahlen im Durchschnitt 24,6% Einkommensteuer auf ihr Einkommen. Diese Zahl geht ganz am Ende aber nochmal ordentlich nach oben, denn das einkommensstärkste 1% zahlt im Durchschnitt 34,8% Einkommensteuer. Aber wir zahlen in Deutschland ja nicht nur Steuern auf unser Einkommen, sondern es gibt noch eine ganze Reihe an indirekten Steuern. Die habe ich eingangs auch schon erwähnt, zum Beispiel die Umsatzsteuer oder Versicherungssteuer oder Energiesteuer oder die Tabaksteuer, die Kfz-Steuer und so weiter. Das heißt, wir haben ein relativ breites Spektrum an Steuern, die wir gar nicht ans Finanzamt abführen, sondern diese Steuern sind meistens Teil des Preises, wenn wir uns etwas kaufen. Wenn du an die Zapfsäule, an die Tankstelle fährst, dann sind in diesem Preis für 1 Liter Benzin ja eine ganze Reihe an Steuern schon drin. Die zahlst ganz am Ende du als Verbraucher, aber abführen wirst du sie nicht. Deswegen indirekte Steuern. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sehr oder in welchem Umfang eigentlich die Deutschen belastet werden mit indirekten Steuern, dann sehen wir was relativ Interessantes. Dann sehen wir nämlich, dass mit indirekten Steuern tatsächlich die geringsten Einkommen am meisten belastet werden und die hohen Einkommen am wenigsten. Das heißt, der Graph ist genau gegenläufig und da werden tatsächlich die mit dem geringsten Einkommen viel stärker belastet als die, die mit dem hohen Einkommen. Warum das so ist, ist auch eigentlich relativ logisch, weil die Menschen mit den geringsten Einkommen, die verkonsumieren am meisten von ihrem Einkommen. In der Regel alles. Und die Leute, die ein relativ hohes Einkommen haben, die verkonsumieren einfach nicht ihr ganzes Einkommen. Das heißt, die investieren Teile, sie legen sie einfach zur Seite und so weiter. Das bedeutet aber, dass sie einen relativ kleinen Anteil an indirekten Steuern zahlen. Natürlich, in absoluten Zahlen zahlen diese Leute immer noch mehr indirekte Steuern,
aber relativ wenige. Wenn wir jetzt diese beiden Graphen übereinander legen, also die Steuern aufs Einkommen und die indirekten Steuern, dann sieht das Bild schon ein bisschen anders aus. Dann sehen wir nämlich, dass die geringsten Einkommen gar nicht so steuergünstig leben, sondern die zahlen einen relativ großen Anteil an indirekten Steuern. Und mit steigenden Einkommen steigt zwar auch die gesamte Belastung, aber nicht mehr so stark wie vorher. Und der Anteil der Steuerbelastung verändert sich, weil immer mehr Einkommensteuer gezahlt wird und immer weniger indirekte Steuer. Doch wir haben neben der Einkommensteuer und der indirekten Steuern noch ganz andere Abgaben, die wir zu zahlen haben. Und das weiß jeder Selbstständige, nämlich am härtesten trifft einen in der Regel die Krankenversicherung. Wir zahlen in Deutschland auch Sozialversicherungen, zum Beispiel die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter. Und wenn wir uns da den Graph mal anschauen, dann wird das ziemlich interessant. Auch da sehen wir, dass die geringsten Einkommen prozentual am wenigsten belastet sind und dann mit steigenden Einkommen steigt auch die Belastung an Sozialversicherung. Das ist relativ nachvollziehbar. Interessant wird das Ganze dann aber in dem letzten Teil, das heißt die bestverdiensten 10%, da bricht der prozentuale Anteil nämlich plötzlich ein. Warum ist das so? Das ist eigentlich relativ leicht erklärt, und zwar gibt es sowas wie eine Beitragsbemessungsgrenze, zum Beispiel bei der Einkommensteuer. Das bedeutet, dass du zwar prozentual auf dein Einkommen Krankenversicherung bezahlst, aber nur bis zu einem bestimmten Einkommen. Wenn dein Einkommensstand aber steigt oder generell über dieser Beitragsbemessungsgrenze liegt, dann zahlst du aber nicht mehr Krankenversicherungsbeiträge. Und das Ganze führt dann natürlich dazu, dass prozentual zu deinem Einkommen dein Satz an der Sozialversicherung niedriger ist. Wenn wir jetzt alle drei Grafiken übereinander legen, und zwar erstens die Steuern auf das Einkommen, zweitens die indirekten Steuern inklusive der Umsatzsteuer und drittens der Sozialabgaben, dann haben wir ein relativ interessantes Bild. Dann sehen wir nämlich, dass mit steigendem Einkommen auch die prozentuale Belastung steigt, aber bei weitem nicht so stark wie nur bei der Einkommensteuer. Und wir sehen auch, dass die Belastung nur bis zu den oberen 10% der Einkommen steigt und dann einbricht. Der Grund dafür ist die Sozialversicherung. Und was ich in diesem Kontext auch ganz spannend finde, auch gerade wenn man sich die politische Diskussionen aktuell anschaut, man kann schon zusammenfassend so sagen, dass man bestimmte Bevölkerungsschichten mit unterschiedlichen Stellschrauben entlasten kann. Und immer dann, wenn wir über die Entlastung der Einkommensteuer sprechen, dann führt das in der Regel dazu, dass die Besserverdiener entlastet werden. Wenn du die Mitte entlasten möchtest, dann solltest du die Schraube der Sozialversicherung drehen. Und wenn du die niedrigen Einkommen entlasten möchtest, dann solltest du die indirekte Steuer wählen als Entlastung, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer oder aber auch die Energiesteuer. Das heißt, die gesamte politische Diskussion führt manchmal ein bisschen am Ziel vorbei, wenn wir über die Entlastung von niedrigen Einkommen bei der Einkommensteuer diskutieren, weil die ganz niedrigen Einkommen, die zahlen sowieso schon keine Einkommensteuer, sie zahlen aber verhältnismäßig viel indirekte Steuern. Ich hoffe, in diesem Video hast du einen guten Überblick darüber bekommen, wie eigentlich die finanzielle Belastung in Deutschland abhängig vom Einkommen ist. Ich weiß, das Video ist so ein bisschen anders als unsere anderen Videos. In allen unseren anderen Videos erklären wir dir meistens irgendwelche Dinge, die du in deiner Buchhaltung oder deiner Steuererklärung besser machen kannst oder auch wie du Steuern sparen kannst. Die Videos stehen dir natürlich zur Verfügung und die kommen auch in Zukunft wieder. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal. Wenn du zu diesem ganzen Thema aber noch Fragen hast oder Diskussionsbedarf hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar. Ich bitte dich aber, bleib bitte sachlich dabei. Wenn du dir jetzt nach diesem Video denkst, dass du bei diesem ganzen Theater am liebsten kompetente Steuerberater an deiner Seite hast, dann kann ich dir dringend unsere Dienste empfehlen. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir helfen dir gerne weiter mit deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Schau auch gerne erstmal bei den anderen Videos auf diesem Kanal vorbei, zum Beispiel bei dem oder bei dem.